Und wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 6. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Eisenbahngesetzes. Herr Staatsminister Al-Wazir bringt den Gesetzentwurf ein. 5 Minuten Redezeit für die Fraktionen sind vereinbart. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Hessen zum Vorreiter der Verkehrswende zu machen. Das kann aber nur dann klappen, wenn wir für eine leistungsfähige Infrastruktur mit verlässlichen Verkehrsangeboten sorgen. Die Situation auf den hessischen Schienenstrecken zeigt jeden Tag eindrücklich, dass es im wahrsten Sinne des Wortes höchste Eisenbahn ist, den Ausbau des zum Teil stark ausgelasteten und überlasteten Schienennetzes voranzutreiben. Natürlich sind die meisten Schienenwege im Besitz der Deutschen Bahn, sodass deren Ausbau auch Aufgabe von Bund und Bahn ist. Denn der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz für Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, weitestgehend ausgeschöpft. Rechtliche Grundlage hierfür ist das Allgemeine Eisenbahngesetz. Wir können also Maßnahmen im Schienenverkehr, die wirksam zur Verkehrs- und Mobilitätswende in Hessen beitragen, nicht im Alleingang umsetzen. Vielmehr brauchen wir denn hierfür verantwortlichen Bund. Allerdings wissen wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre, dass politischer Druck auch unter diesen Voraussetzungen einiges bewirken kann. Ich sage Ihnen an dieser Stelle, dass die Hessische Landesregierung diesen Druck aufrechterhalten und den Bund in die Verantwortung nehmen wird, die wichtigen Schienenstrecken in Hessen zu finanzieren und zu bauen. Um aber auch den Bau und Betrieb von nicht bundeseigenen Eisenbahnen verbessern und voranbringen zu können, benötigen wir ein geltendes hessisches Eisenbahngesetz. Denn immerhin unterliegen 8 nicht bundeseigene Eisenbahnstrecken, 108 Gleisanschlüsse und 27 Serviceeinrichtungen der Aufsicht des Landes. Daher soll das Hessische Eisenbahngesetz, das zum 31. Dezember auslaufen wird, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf um 10 Jahre verlängert werden. Der Gesetzentwurf wurde in Abstimmung mit den Regierungspräsidien und Verbänden, das ist der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der Verband Deutscher Museums- und Touristikbahnen, aber auch beispielsweise der Fahrgastverband Pro Bahn e.V. erarbeitet. Im Zuge dessen wurden Verweisungen auf andere Rechtsvorschriften aktualisiert und § 9 des Hessischen Eisenbahngesetzes gestrichen. Auch die Anregungen des Hessischen Ministeriums der Justiz, die im Rahmen der rechtsförmlichen Prüfung gegeben wurden, wurden übernommen. Ich sage das ausdrücklich. Nicht nur das Hessische Seilbahngesetz, das wir ja vor der Mittagspause hier in der ersten Lesung hatten, sondern auch das Hessische Eisenbahngesetz haben sich in den vergangenen Jahren bewährt. Es dient als solide Grundlage für den Bau und Betrieb nicht bundeseigener Eisenbahnen. Ich bitte deshalb um wohlwollende Beratung im Landtagsausschuss. Vielen Dank. Herr Staatsminister, herzlichen Dank. Dann darf ich als nächste Rednerin aufrufen für die Fraktion der Linkspartei, deren Fraktionsvorsitzende. Nee, ihr guckt so ein bisschen düpiert. Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Sind Sie bereit, Frau Wissler? Gut. Dann würde ich aufrufen für die Fraktion der Linkspartei, deren Vorsitzende, Frau Wissler. Ich darf Ihnen das Wort erteilen. 5 Minuten maximale Redezeit auch für Sie. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich war nur überrascht, dass ich als Erste dran bin. Ja, es wurde gesagt, dass das Eisenbahngesetz regelt den Betrieb und die Aufsicht über die nicht bundeseigenen Eisenbahnstrecken sowie das Herzensanliegen der EU, einen diskriminierungsfreien Zugang für Wettbewerber auf diesen. Nicht bundeseigene Eisenbahninfrastruktur, das sind in Hessen im Wesentlichen nur private Anschlusskreise, die immer weniger werden, sowie die Taunusbahn, die dem Hochtaunuskreis und seinen Kommunen gehört, seit sie die Strecke 1988 von der Bundesbahn gekauft und vor der Stilllegung bewahrt haben, ist ja eine Erfolgsgeschichte, auf die man hier auch einmal hinweisen kann, meine Damen und Herren. Die großen Probleme der Eisenbahninfrastruktur in Hessen betreffen allerdings gerade die bundeseigenen Bahnen, insbesondere das Thema Barrierefreiheit, Bahnsteighöhen,
aber auch der generelle bauliche Zustand und der Neu- und Ausbau von Schienenstrecken. Hier sind wir leider auf die Zuarbeit des Bundes angewiesen und können hier mit unserem hessischen Gesetz einfach nicht viel regeln. Also deswegen ist es so ein bisschen wie eben schon beim Seilbahngesetz. Auch dieses Gesetz werden wir uns im Ausschuss noch einmal genau anschauen und noch einmal genau nachfragen, was es mit der in der Begründung angedeuteten Meinungsverschiedenheit zwischen dem RP Darmstadt und dem Verband der Verkehrsunternehmen in der Regierungsanhörung auf sich hat. Und dann diskutieren wir es in der zweiten Lesung weiter. Aber auch hier, wie gesagt, ist die Regelungskompetenz des Landes ja eher gering. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Wissler. Nächster Redner ist der Kollege Enners für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Hessische Eisenbahngesetz hat sich in den letzten Jahren durchaus bewährt. Es ist somit richtig, das Gesetz um 10 Jahre zu verlängern. Eine Anmerkung haben wir jedoch. Sie möchten jetzt den § 9 streichen, um eine Entscheidung auf Bundesratsebene abzuwarten und dann den Paragraphen wieder einzufügen. Wir fragen uns, warum Sie solch einen doppelten Aufwand betreiben. Dabei hat das Regierungspräsidium Darmstadt klargestellt, dass die Vorschrift des § 9 eine hervorgehobene Bedeutung für die Aufsicht bei nicht öffentlichen Eisenbahnen darstellt. Dieser Auffassung schließen wir uns an und würden es begrüßen, wenn Sie diesen Paragraph jetzt nicht streichen, sondern erst dann ändern, wenn die Entscheidung auf Länderebene gefallen ist. Dies würden wir als eine effektivere und sinnvollere Arbeit erachten. Nichtsdestotrotz würden wir dem Antrag so auch zustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Enners. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist Markus Meysner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Änderungen im Hessischen Eisenbahngesetz sind nicht ganz so spektakulär wie im Hessischen Seilbahngesetz. Insofern entschuldigen Sie bitte, wenn meine Redezeit etwas kürzer ausfallen wird wie bei der Seilbahn. Es geht bis zum 31.12.2019, und deshalb muss es verlängert werden. Der Vorschlag ist auf 10 Jahre. Wie erwähnt, geht es um den Bau und den Betrieb von nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Der Hinweis bei der Anhörung des VDV ist aus Rechnung getragen worden. Insofern gibt es seitens der CDU-Fraktion für die materiellen und redaktionellen Änderungen keine Bedenken. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Meysner. Es geht jetzt alles hier so schnell, dass es uns fast in der Geschwindigkeit überfordert. Aber wir haben gerade noch die nächste Wortmeldung gefunden. Und das ist die des Kollegen Eckert für die Fraktion der Sozialdemokraten. Lieber Eckert, Sie haben auch hier maximal 5 Minuten. Aber man kann es auch unterschreiten. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn es dem Präsidium besser ist, kann ich auch langsam reden, sodass wir die Zeit eher ausschöpfen. In der Tat, Herr Minister, wenn man sozusagen Ihrer Einbringung zugehört hat, da war man echt überrascht, wo man sich dachte, was steckt eigentlich in diesem Gesetz hin, bis Sie dann nach der Hälfte der Redezeit dazu kamen, dass wir es eigentlich nur um 10 Jahre verlängern. Von daher sozusagen fällt Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, wenn wir das erste Mal dann hier tatsächlich über die Organisation noch einmal und auch technische Fragen für den Eisenbahnverkehr diskutieren, dass Sie mal was dazu sagen, was Sie in Ihrem Koalitionsvertrag zum Beispiel zum Thema Eisenbahnverkehr mit andiskutiert haben und ich sehr gespannt bin, was Ihre Prüfung ergibt. Da beziehe ich mich auf die Zeile 6599 und 6600 Ihres Koalitionsvertrags, in dem es heißt, zur Beschleunigung von Maßnahmen werden wir die Einrichtung einer Landeseisenbahninfrastrukturgesellschaft prüfen, genau da, um dann nämlich die Fragen zu klären, schneller planen, schneller vom Planen, in die Umsetzung zu kommen, all diese Themen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich würde auch kurz gerne auf den § 9 eingehen, den Sie streichen wollen. Ich bin sehr gespannt auf die Unterlagen, sowohl die Sicht des VDVs als auch des RP Darmstadt, wenn Sie sagen, das wird gestrichen, aber gerade dort sozusagen, dass RP Darmstadt irgendwie gesagt hat, das ist aber wichtig, gerade in der Aufsicht für nicht öffentliche Eisenbahnen. Da würde ich mir gerne das noch einmal anschauen, weil am Ende sozusagen ordentliches Arbeiten auch in diesem Markt auch natürlich einer staatlichen Aufsicht bedarf und warum das gestrichen werden kann. Aus Ihrer Sicht wird sicherlich die Anhörung zeigen, meine Damen und Herren.
Wenn wir dann über Eisenbahnverkehr auch noch reden, dann, Herr Minister, dann würde ich mich in der Tat gerne dann eher dann noch nicht über die 10-jährige bloße Verlängerung dieses Gesetzes diskutieren, sondern über das, was wir auch als Bundesland Hessen für das Thema Barrierefreiheit im Bahnverkehr tun können, dass wir entsprechend beim Eisenbahnverkehr in Hessen eben nicht nur über den Fernverkehr diskutieren, sondern auch mal aus Sicht des Landes thematisieren die Investitionen der DB in den Bereich der Infrastruktur im Regionalverkehr. Das wäre, glaube ich, auch noch einmal lohnend, gemeinsam da auch noch einmal deutlich Flagge zu zeigen, bis hin zum Thema Reaktivierung von Bahnnebenstrecken und der Frage, wie gehen wir eigentlich in den Berechnungen dran, ob es wirtschaftlich sich nachher darstellen lässt, ja oder nein. Da glaube ich, dass wir auch in den Berechnungsmethoden sicherlich auch noch einmal was tun könnten, um Regionalentwicklung mit betrachten zu können. Sie sehen all das, was man zu 10 Jahren Verlängerung jetzt im Hessischen Eisenbahngesetz diskutiert, ist sozusagen ein kleiner Annex. Die wesentlichen Themen im Eisenbahnverkehr sind noch einmal, glaube ich, andere, wo wir als Bundesland Flagge zeigen, damit das, was Sie gerade eben formuliert haben, Herr Minister, nicht nur Anspruch, sondern Wirklichkeit wird. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Eckhard Nixer, Redner für die Fraktion der Freien Demokraten, ist Herr Dr. Naas. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man muss nicht jede Minute zur Opposition nutzen. Und dieses Gesetz ist in der Tat ein gutes. Und ich habe mich lange gefragt, wie man darüber 5 Minuten sprechen kann. Der Minister hat es mir vorgemacht, indem er natürlich ganz allgemein spricht. Das möchte ich nicht tun. Ich glaube, wir können hier, da es sich im Wesentlichen um das HLB-Gesetz, nämlich das Gesetz der Hessischen Landesbahn, handelt, die Sache relativ kurz machen. Vielleicht kann man auch die Beratung im Ausschuss etwas abkürzen, wenn man uns die Regierungsanhörung zur Verfügung stellt. Die Kollegin Wissler hat es gesagt, völlig zu Recht. Die DB ist das Problem. Die zum Teil reaktivierten Strecken, ich gucke den Kollegen Banzer an, er hat eine reaktiviert, die fast vor dem Ausstand, nämlich die Strecke der Taunusbahn. Das ist eine solche Strecke, die sich sehr, sehr bewährt hat, eine private Strecke. Und das ist das entsprechende Gesetz dazu. Dass Sie es europarechtlich auffrischen, ist völlig in Ordnung. Dass Sie es um 10 Jahre verlängern, ist ebenfalls in Ordnung. Und ich glaube, dass wir darüber auch nicht zu lange reden sollten. Ich danke Ihnen herzlich. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächste Rednerin ist Frau Vizepräsidentin Müller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz ist kurz am Sammelgesetz vorbeigerutscht. Sie haben es ja alle schon gesagt, es sind Anpassungen passiert. Ich möchte aber auch noch meinen Beitrag zur Diskussion des Wegfalls des § 9 leisten. Ich finde, das war in den Unterlagen gut erläutert. Das musste gestrichen werden, weil es im Bundesgesetz keinen Spielraum für die Regelung seitens der Länder gibt. Und deswegen wird jetzt eine Bundesratsinitiative der Länder auf den Weg gebracht. Und dann kann man es wieder anpassen. Da das Gesetz aber ausläuft, müssen wir es jetzt hier und heute ändern. Die Eisenbahn plant ja immer für 150 Jahre. Unser Verkehrsminister ist schneller, plant nur für 10 Jahre. Und ansonsten haben wir auch gehört, was er alles auf den Weg bringt. Deswegen ist die Kritik der Opposition an dieser Stelle zu diesem Gesetz in diesem Kontext natürlich völlig unangemessen. Ich wünsche eine gute Beratung im Ausschuss. Faszinierend, wie das mit den Redezeiten hier mittlerweile geht. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Müller. Damit sind wir am Ende, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, am Ende der ersten Lesung und überweisen den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA. So machen wir es.